parallel zu meiner Schreinerlehre, also ich habe was gelernt, im Schreiner gelernt, habe ich einen Bikeshop eröffnet mit 17. Ach, unter dem Namen meiner Mutter damals, weil das war nicht so einfach mit 17. Für dich dann quasi. Genau, da lief dann ein Dreivierteljahr auf meine Mutter quasi und dann, genau, so habe ich angefangen. Kleiner, 81 Quadratmeter Bikeshop. Und dann haben wir gesagt, Papa, warum haben eigentlich immer nur die Großen die coolen Bikes? Dachte mir, okay, der zählt mich mein eigener Sohn an, das war scheiße, ja. Und haben echt ein XS Tai nochmal ein bisschen kleiner gemacht und so wurde dann das erste Juma. Ja. Ich vergleiche es auch mit einem Restaurant, wenn ein Italiener, hier kocht das Chef noch selber. Und so ist es bei Propane, ja. Bei Propane entwickelt der Robot zwar nicht jedes Rad selber, aber der Robot ist in jedem Rad so involviert und das lässt mich nachts wirklich gut schlafen. Das war krass. Also es war mitten im Meeting und ich bekomme diese E-Mail von euch und ich sage so, Freunde, stopp. Meeting crash. Ich muss euch was vorlesen, ja. Das ist echt, das ist cool, dass du das anstellst, weil, da kriege ich gerade Gänsehaut. Das ist für mich echt so, das ist der Award jedes Jahr, ohne jetzt euch schön zu tun, aber das ist für uns, das ist einfach geil.